Bei herrlichstem Frühlingswetter empfingen die jungen Wilden des FC Strausberg den FC Schwedt 02 in der Energiearena. Der Druck auf den Schultern der Strausberger Elf war förmlich spürbar, musste gegen den uckermärkischen Abstiegskandidaten der Brandenburg-Liga unbedingt wieder ein Dreier her, um den Erwartungen und der bis dahin guten Rückrunde gerecht zu werden. Die erste erwähnenswerte Aktion des Spieles gehörte den Schwedern. Doch der Volleyschuss zu harmlos für Strausberg-Schlussmann Martin Zaumseil. Unmittelbar im Anschluss nach einem langen Ball über den Schweter Philipp Gabler hätte Robert Zetischek seine Nominierung in der Startelf mit einem Geniestreich gerecht werden können. Doch der Strausberger verzog und so weiterhin 0:0. Doch damit waren die Meierschützlinge in der Partie angekommen und übernahmen das Geschehen. Das Strausberger Trainergespann sorgte mit einem 4-2-3-1-System für Verwirrung bei der Gästeabwehr. Stefan Zaumseil, die einzige Spitze der Strausberger, zum ersten glücklos, aber dann mit dem Auge für den defensiv aufgestellten Tom Hagel. Doch dessen Offensivdrang wurde ausgebremst. Genauso wie Ronald Platzek, der nach dieser üblen Grätsche wie durch ein Wunder weiterspielen konnte. Strausberg inzwischen dominant, aber nicht zwingend. Es spielten sich mehr Spielanteile, aber der entscheidende Pass noch zu harmlos oder wie hier adressatlos. Unter der Woche hatten die jungen Wilden neue Standardvarianten einstudiert. Doch auch die vorerst ohne Torerfolg. Aber Strausberg dank gutem Vorcheckings direkt wieder im Ballbesitz. Über Erik Heilbronner kam der Ball zu dem spielstarken Christian Burcin und der mit einer butterweichen Hereingabe auf Sturmpartner Stefan Zaumseil. Für den letzten berichtenswerten Aufreger sorgte ein vom Schweter Stein getretener Freistoß Höhe der Mittellinie, doch Wendlands Kopfball zu unplatziert und so ging es torlos in die Kabinen. Nach Wiederanpfiff alles beim Alten. Die neu formierte Mittelzange verfehlte ihre Wirkung auch nicht während des zweiten Spielabschnittes. Strausberg druckvoll, insbesondere über Brutschins linke Seite, doch dessen maßgeschneiderte Flanke an Freund und Feind vorbei. Trainer Daniel Meyer reagierte, wollte unbedingt den Dreier und erhöhte mit der Einwechslung seines zweiten Stürmers Ringo Kretschmer für den gut agierenden Tom Hagel die Offensivbemühungen. Ja, wir haben aufgrund von Kaderveränderungen einfach den Tom Hagel umgeschult in den letzten Wochen, seitdem er aus Stuttgart wieder da ist. Wir haben also im Offensivbereich gute Optionen. Tom Hagel gehört eigentlich mit dazu. Defensiv haben wir ein paar Abgänge gehabt, schon im Laufe der Hinrunde. Und deswegen haben wir ihn umgeschult. Er hat heute ein sehr gutes Debüt gegeben auf der 6. Das war sehr stabil. In der Vorausbildung noch ausbaufähig, aber er hat erstmal seinen Job gemacht. Da ein Gefühl für gekriegt und stabil gestanden, seine körperliche Robustheit eingebracht. Und es war, denke ich mal, sehr in Ordnung. Die Einwechslung der Strausberger Goalgetters sorgte auch für eine Systemveränderung 30 Minuten vor Abpfiff. Und Strausbergs stärkste Phase begann. Über Umwege gelangte die Kugel wieder zu Stefan Zaumseil, doch dessen Schuss konnte Philipp Gabler parieren und so weiterhin 0:0. Da auch die Schweter ihre Offensive neu belebten, entwickelte sich nun ein abwechslungsreiches Spiel. Doch die gut getimte Duckert-Flanke zu lang für Schwedts Örtel. Die jungen Wilden näher am Führungstreffer setzten sich förmlich in den Gästereihen fest und versuchten über Standards zum ersehnten Torerfolg zu gelangen. Und eine Bolte-Ecke war es dann auch, die Uldi Robert Pognitsch mit voller Wucht ins Eckige köpfte und die herausragende Leistung des Abräumers mit seinem ersten Saisontor krönte. Das längst überfällige 1:0 in der 68. Spielminute ließ die Gäste neuen Mut schöpfen, denn in den folgenden Minuten spielte die Hardy Duckert 11 wie ausgewechselt. Plötzlich waren sie wieder erwacht, schalteten sich selbst in die Offensive ein und erspielten sich zunehmend Chancen im Minutentakt. Doch dank der jüngsten und vielleicht auch besten Innenverteidigung der Liga blieben die Schweter glücklos. Ja, Wahnsinn. Also was die beiden Jungs abliefern, seitdem der Ron Platzek, der war in der Hinrunde viel verletzt, daneben Erik spielt, die beiden haben sich gesucht und gefunden, die machen ein ganz stabiles Pärchen. Davor Robert, der einen Schritt nach vorne gegangen ist, diese Dreierstirn, sorgt eigentlich dafür, dass wir sowohl von der Physis her als auch von der Ruhe in der Luft sowieso ganz stabil und ganz schwer zu überwinden sind momentan. Es sieht alles sehr unaufgeregt, aber trotzdem auch mit der nötigen Härte und mit der nötigen Konsequenz, das passt schon. Die Platzherren plötzlich mit dem Rücken an der Wand. Wieder wurde man auf der Strausberger Bank aktiv.
Mit dem Wieselflinken Silvan Küter für den überzeugenden Setischek war Konterfußball im eigenen Stadion vorprogrammiert. Ecke für die Gäste. Stefan Zaumseil im Strausberger Gehäuse sicher und leitete so den nächsten Konter über Ringo Kretschmer ein. Kretschmer mit Übersicht für den einzigartigen, laufstarken Steve Georges, der wieder auf Kretschmer. Und der mit dem Überraschungsmoment auf Zaumseil. Stefan Zaumseil markierte mit seinem dritten Saisontor das 2:0 in der 78. Spielminute. Ja, ich denke, es ist Ausdruck einer neuen Stabilität. Wir haben ja vor der Saison relativ ambitionierte Ziele ausgegeben. Das ist mit der durchwachsenen Hinrunde natürlich verfehlt worden, zunächst zumindest. Und man wird dann auch immer schnell belächelt und dann wird viele Dinge in Frage gestellt. Aber ich denke, die Mannschaft hat jetzt gezeigt, dass wir an sie geglaubt haben, dass wir die Qualität auch weiterhin nie in Frage gestellt haben und gesagt haben, die Jungs sind gut und die entwickeln sich und jetzt belohnen sie sich selber. 2:0 endete diese Partie dann auch, wobei festzuhalten bleibt, dass System- und Personalumstellung stetig Wirkung zeigt. 11:6 Tore und 13 erspielte Punkte. Werte, die sich sehen lassen können.